Verantwortlich für die nachfolgende Sendung von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Postfach 1113 in 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 41 68 02 oder Telefon 0178 817 2114. Weitere Informationen auch via E-Mail bei andreas@ibstelevision.org. Und für die Hörer, die keine englische Sprache sprechen, gibt es auch eine weitere alternative E-Mail-Adresse. Das ist e-mail-kontakt@radiotvinfo.org. kontakt@radiotvinfo.org. Hartz IV, Gerechtigkeit, Soziales und Deutschland. Weshalb beantrage ich kein Hartz IV? Das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, und das ist eine wahrlich gute Frage. 2005 wurde uns das Märchen von politischen Spitzeneliten erzählt. Das ist jetzt natürlich in Anführungszeichen zu sehen, Spitzeneliten. Es ist Neusprech, ein Wort, das es in dieser Form nicht gibt. Spitzeneliten, politische Spitzeneliten. Politiker, die über alles stehen, könnte man meinen, über Recht, über Ordnung, über Gesetz, über allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die universell und auch in Deutschland gültig sind, und über Verfassung und über dem Grundgesetz. So ist es ja nicht in Deutschland. Und so darf es natürlich auch in Deutschland nicht sein. Deutschland ist ja geschichtlich, historisch belastet. Vor gerade einmal knapp 65 bis 66 Jahren, am 8. Mai 1945, wurde der Zweite Weltkrieg beendet. Nach einer ganz schlimmen, tyrannischen Diktatur, einer Tyrannei, einem barbarischen System, das voll ausgelegt war auf Menschenverachtung. Uns wurde 2005 das Märchen erzählt, fördern und fordern. Dazu komme ich später noch einmal zu sprechen. Denn es geht ja bei Hartz IV oftmals um Menschen, die besonders schutzbedürftig sind. Das heißt also Kinder, Frauen, behinderte Menschen, chronisch kranke Menschen, die unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte stehen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde proklamiert im Jahr 1948 in New York City, und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist universell auch in Deutschland gültig. Auch dann, wenn Deutschland noch Besatzungszone ist. Deutschland ist weiterhin Besatzungszone der vier Besatzungsmächte. Es gilt zu differenzieren zwischen Sieger- und Besatzungsmächten. Dazu zählen Frankreich, Großbritannien, die USA und natürlich Russland. Frankreich war bekanntlich keine Siegermacht, denn die Deutschen hatten ja Frankreich zuvor, vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, besetzt, und Frankreich ist innerhalb einiger weniger Wochen gefallen, und es war kein Widerstand gegenüber Deutschland aus Frankreich mehr zu erwarten. Es gab die Resistance, die auch einen bewaffneten Krieg gegen deutsche Nazi-Offiziere, gegen deutsches Militär führte. Das war aber doch eher die Ausnahme. Hartz IV, das ist das Thema, soziale Gerechtigkeit, Deutschland, Grundeinkommen, in dieser Reihe bei Radio TV IBS Liberty. Einige wissen, dass ich seit 1984 im Erstberuf als Journalist tätig bin, als Autor, als Herausgeber, als Verleger, als Mediengründer. Damals mit Beginn des privaten Rundfunks in Deutschland. Als Journalist bin ich natürlich klassischer Seiteneinsteiger. Ich bin im Jahr 1968 geboren. 1984, wer kurz nachrechnet, war ich gerade einmal 16 Jahre jung. Ich hatte 1984 damit begonnen, für die in Speyer am Rhein erscheinende Tageszeitung Tagespost Speyer, Speyerer Tagespost, zu schreiben.
und habe dort meine ersten Artikel veröffentlicht. Und irgendwie ist es dann auch in die Zeit gefallen, dass der private Rundfunk in Deutschland in der Vorpfalz in Ludwigshafen am Rhein seine Geburtsstunde erleben durfte. Und es wurde auch ein offener Kanal geschaffen. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, Radio und Fernsehen zu produzieren, ohne dafür Geld zu erhalten, weil der offene Kanal ist halt eben Bürgerfernsehen, Bürgerradio. Radio gibt es beim offenen Kanal heute nicht mehr. Das wurde dann eingestellt, weil eben doch zu viele Hörer erreicht werden konnten und es natürlich auch einfacher zu produzieren ist als Fernsehen. Und so konnte sich das offene Kanal Radio damals doch einer großen Hörerzahl auch erfreuen. Radio und Fernsehen produziere ich seit 1984, damals mit 16 Jahren. Und Artikel veröffentliche ich in Tageszeitungen, in Magazinen, in Journalen, im Internet, seit Bestehen des Internets, seit 1984. Meine Einkünfte als Journalist beziehe ich und bezog ich dann damals von den Honoraren der Tagespost in Speyer am Rhein. Die waren nicht üppig, aber immerhin, es gab etwas, sodass dann auch die Fahrtkosten ersetzt wurden und dann auch ein bisschen was dabei herausgekommen ist. So ist es auch heute noch, wenn ich irgendwo in der Tageszeitung oder in einem Magazin einen Artikel veröffentlichen kann und dafür auch noch Honorare erhalte, dann kommt wenigstens etwas dabei heraus. Unterm Strich, wofür ich dann natürlich auch Steuern bezahlen muss, auch in Deutschland übrigens noch. Und naja, vielleicht dann wenigstens die entstehenden Telefonkosten, Strom, Gas, Wasser, Transportkosten, sei es Auto, Autoversicherung, sei es Bus, Bahntickets, Flugreisen fallen auch an, da ich international arbeite. Seit 1986 in Großbritannien, Frankreich und in Deutschland und ja auch weitere Länder besuchen durfte. Gott sei Dank, dank der Unterstützung meiner Großmutter Hildegard Klamm, die leider sehr früh verstorben ist nach schwerer, langer Krankheit. Hartz IV hat mich von Anfang an sehr nachdenklich gestimmt, denn es gab ja in Deutschland das Sozialhilfesystem. Das war schon nicht besonders, aber was dann mit der rot-grünen Regierung im Jahr 2005 eingeführt wurde, wäre der CDU und der CSU-FDP vermutlich in dieser Form nicht gelungen. Es hätte vermutlich Massenproteste gegeben. Es ist also unter einer Regierung gekommen, von der man das so nicht erwartet hätte, würde ich aus heutiger Sicht vermuten oder auch als einschätzen. Eine ganz wichtige Aussage, die mich sehr zum Nachdenken brachte und auch zum Überlegen gebracht hat, ist ein Statement von einem Insider, von einem Mann, der sich sehr gut in Sachen Hartz IV auskennt. Es ist der Namensgeber von Hartz IV, Peter Hartz. Der hat am 25. März 2007 in der Bild-Zeitung auf der Titelseite freimütig bekannt: Hartz IV ist Betrug. Und das schreibt er auch in seinem Buch. Peter Hartz schreibt auch in seinem Buch: Hartz IV ist Betrug. Zusammengefasst, vereinfacht ausgedrückt, ich kann Ihnen jetzt keine ganze Buchbesprechung liefern innerhalb dieser Sendereihe, könnte man es so sagen, dass vor allen Dingen auch Menschen, die über viele Jahre hinweg in die Sozial- und Steuersysteme in Deutschland einbezahlen, also nicht in die Lotterie, nicht in irgendein Glücksspiel, sondern in Sozialversicherungssysteme und Steuersysteme in Deutschland einbezahlen, aufgrund der Bestimmungen, Sanktionen und Regelungen von Hartz IV ganz extrem benachteiligt werden. Denn oftmals trifft es ja Menschen, die 40 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre berufstätig waren, dann zu alt oder zu krank werden und dann auf das soziale Abstellgleis Hartz IV rutschen. Eine Verkäuferin gilt heute mit 35 bereits als zu alt. Bei manchen ist es auch erst mit 40 Jahren als zu alt. Das trifft Aldi, das trifft Lidl, Penny, Rewe, wie auch immer diese Discounter heißen. Es gilt bei allen Märkten so. Das heißt, eine Frau mit 40 wird kaum noch eine Chance irgendwo erhalten, als Verkäuferin eine Beschäftigung zu finden. Das ist eine Diskriminierung, die gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist, einerseits.
Denn aufgrund des Alters und aufgrund des Geschlechtes muss man dann von einer Vermutung ausgehen, dass diskriminiert wird. Und das darf so nicht stattfinden auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und auch natürlich auf Grundlage des Grundgesetzes. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und Grundgesetz sind verknüpft miteinander. Vieles, was wir im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland finden, das finden wir auch in etwas veränderter Weise auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und sogar in der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika nebenbei bemerkt. In ähnlicher Weise. Eine ähnliche Form von Diskriminierung muss ich auch vermuten, wenn es dann um chronisch kranke und behinderte Menschen geht, die ohnehin auf dem ersten Arbeitsmarkt, auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt, schon immer in Deutschland benachteiligt wurden und benachteiligt sind. Diese Menschen werden abgestraft, statt dass ihnen die zum Leben notwendige Sozialhilfe gewährt wird. Peter Hartz sagte so wörtlich, Hartz IV ist Betrug. Und weshalb sollte ich diesem Mann keinen Glauben schenken? Er ist der Insider, er ist derjenige, der alle Informationen zu Hartz IV hat. Immerhin ist er auch der Namensgeber. Nun muss man wissen, was ist ein Betrug? Um einen Betrug definieren zu können, genügt ein Blick zunächst in das deutsche Strafgesetzbuch, § 263. § 263 Betrug, dort heißt es, wer in Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, versucht, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter erstens gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat, zweitens einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt oder in der Absicht handelt, durch die fortgesetzte Begehung von Betrug eine große Zahl von Menschen in die Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten zu bringen, drittens eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt, seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht oder einen Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er oder ein anderer zu diesem Zweck eine Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört oder ein Schiff zum Sinken oder Stranden gebracht hat. Ein Paragraph, der es in sich hat, 263 des Strafgesetzbuches, beschreibt im Grunde genommen die Situation, die auf Hartz IV voll und ganz zutrifft. Wir haben in Deutschland seit der Einführung von Hartz IV und der Abschaffung von Sozialhilfe, wenn man das so sieht, in Anführungszeichen Abschaffung von Sozialhilfe, die Situation, dass Menschen, die 40, 30 Jahre lang, 20 Jahre lang in die Sozialversicherungssysteme in Deutschland einbezahlt haben, um einen ganz großen Teil des Vermögens gebracht werden, dass sie in die Sozialversicherungssysteme zur Absicherung im Alter oder zur Absicherung für den Fall von Erwerbslosigkeit, Arbeitslosigkeit, entstehender chronischer Erkrankung oder Behinderung eingezahlt haben. Den jetzt öffentlich vorgeworfen wird, und ich bezeichne das auch als oder bewerte das auch als und betrachte es auch und empfinde es auch als Volksverhetzung, wenn Hartz-IV-Empfängern die Menschlichkeit abgesprochen wird. Es heißt ja immer, Hartz-IV-Empfänger seien faul. Das ist für mich Volksverhetzung. Das bewerte ich auch so, das empfinde ich auch so. Das ist nicht zutreffend. Es geht hier um Kinder, um Frauen, um chronisch kranke, behinderte Menschen, um alte Menschen, um Menschen, die mit 50, 60 eben auf dem ersten Arbeitsmarkt in der logischen Schlussfolgerung unter den Bedingungen, die betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich vorgegeben wären, Rationalisierung, Technisierung, Automatisierung, Stellenabbau, Stellenstreichungen, keine Neubesetzung von Arbeitsplätzen mehr, in eine Notlage und Zwangslage gebracht werden, die diese Menschen garantiert nicht zu verantworten haben und auch nicht selbst zu verantworten haben. Ich denke, diese Auswirkungen
beruhen auf Fehlentscheidungen in höchsten Führungsetagen, im Managementbereich, im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich. Es ist also ein Versagen und ein Fehlverhalten vielmehr in Politik, Wirtschaft und Verwaltung. So sehe ich es. Das ist eine ganz persönliche Ansicht und die darf ich auch vertreten nach dem Artikel 5 des Grundgesetzes und natürlich auch auf der Grundlage von Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Natürlich bin ich auch nicht ohne Fehler und ich bin ja auch kein Staatsanwalt und kein Richter, sondern Journalist, Autor, Schriftsteller, Radio- und Fernsehproduzent seit 1984 und im sekundären Zweitberuf dazu auch noch staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger nach einer dreijährigen Ausbildung von 1990 bis 1993 im Kreiskrankenhaus Reutlingen. Mein Staatsexamen konnte ich abschließen und ich habe auch die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Krankenpfleger erhalten im Jahr 1993 vom Regierungspräsidium Tübingen. Das ist nach einer dreijährigen Ausbildung. Es ist ganz gewiss nicht so, dass ich beispielsweise jetzt nicht seit 1984 auch hart gearbeitet hätte. Einige Menschen wissen, dass meine Kindheit und meine Jugend, wie auch die meiner Schwestern, nur suboptimal verlaufen ist. In einem Elternhaus, das in der Fachterminologie mit den Umständen in Zusammenhang, in dem direkten Zusammenhang einer Milieuschädigung gebracht werden kann. Also, es ist richtig zu sagen, das kann ich auch von mir selbst sagen, dass eine Milieuschädigung vorliegt. Ich muss das jetzt nicht mehr ausführen, das wäre ein eigenes Kapitel für eine weitere Sondersendung. Hartz IV, soziales Gerechtigkeit. Sie müssen sich vorstellen, auf der Grundlage dessen, dass ich Radio- und Fernsehsendungen im offenen Kanal produziert habe, konnte ich ja kein Erwerbseinkommen erzielen. So hatte ich nicht 1984 um Spenden für meine Radio- und Fernsehsendung gebeten, sondern zeitgleich zu all diesem Engagement 8 Stunden lang im Hörfunkstudio oder Fernsehstudio zu verbringen, noch eine fundierte klassische Ausbildung in einem Verlag, im RVD-Verlag in Speyer absolviert, als Bürokaufmann im Verlag in Speyer am Rhein, einer Stadt, mit der ich auch noch heute besonders verknüpft bin. Immerhin 3 Jahre meines Lebens habe ich dort verbracht, in der Berufsschule BKTZ 84 und im RVD-Verlag Speyer, der Rot Auction Verlagsdruckerei GmbH, um eine klassische, fundierte, solide 3-jährige Ausbildung als Bürokaufmann zu absolvieren und die dann natürlich auch noch zu bestehen mit der IHK-Prüfung. Erst im Anschluss dessen hatte ich dann mir überlegt, ja irgendwie muss es auch noch schulisch weitergehen und hatte dann das Abendgymnasium in Mannheim im Lessing-Gymnasium besucht, um auch noch eine weitere schulische Ausbildung zu bekommen, was mir dann auch später dann zumindest die Aufnahme eines Studiums an der evangelischen Fachhochschule ermöglicht hat. Während diesen ganzen Ausbildungen, während der Arbeit im doppelten Bereich, als Journalist für die Tagespost in Speyer am Rhein, als Journalist für meine Radio- und Fernsehsendung. Ich hatte 1984 das Stadtmagazin Ludwigshafen gegründet, Vorderpfalz aktuell, hatte dann zeitgleich noch die Ausbildung gemacht, musste die Prüfung absolvieren, hatte ich natürlich auch von diesem wenigen Ausbildungsgeld, was ich damals bekommen habe, auch schon Steuern bezahlen müssen und Sozialversicherungsbeiträge nebenbei bemerkt. Also ich zahle seit 1984 Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Und das sind halt eben nun mal keine Lotterie- und Glücksspielbeiträge, sondern Sozialversicherungs- und Steuerzahlungen. Erst 1994, viele wissen, dass ich behindert bin, aber viele interessieren sich gar nicht für die Hintergründe. Ich bin nicht von Geburt an behindert, sondern erst in der Folge von chronischen Erkrankungen und 3 Unfällen zum chronisch kranken und behinderten Menschen geworden. Das war nach einem schweren Autounfall 1994, nach einem Arbeitsunfall im Zweitberuf der Pflege, eine simple Kanülenstichverletzung. Ich war übermüdet, sonst wäre der Fehler nicht passiert. Das war meine Schuld. Sonst die Kanülenstichverletzung war überflüssig. Es hätte dazu nicht kommen dürfen, auch nicht kommen sollen. Es ist allerdings doch dazu gekommen. So hatte ich mich dann mit der chronischen Hepatitis C infiziert. Es war erstmal eine akute Hepatitis C-Infektion
Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre eine chronische Hepatitis C-Infektion. Asthma bronchiale, das besteht schon seit 1977, also etwa 10 Jahre nach meiner Geburt. Und 1996 hatte ich einen sehr schweren Reitunfall. Der Autounfall, das war ein 5-facher Überschlag auf der Autobahn. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht so sehr im Detail beschreiben. Sie können sich vorstellen, dass da einiges an der Wirbelsäule passiert ist. Mit Tempo 140 auf der Autobahn sich 5-mal zu überschlagen, kann man schon als Wunder bezeichnen, wenn man es überlebt. Ich habe es überlebt und die Verletzungen hielten sich auch in Grenzen, aber die Wirbelsäule hat halt eben doch etwas abbekommen. Beim Reitunfall vom vollen Galopp vom Pferd runterzufallen aus 1,70 Meter Höhe und dann auf den Kopf aufzuschlagen, Gott sei Dank mit Schutzhelm, da können Sie sich vorstellen, dass die Wirbelsäule auch ordentlich gestaucht wird. So sind chronische Schmerzen seit 1996 vorhanden, im Grunde genommen seit 1994. Man kann es sich dann aussuchen, kommt es mehr vom Autounfall, kommt es mehr vom Reitunfall. Ich kann das selbst nicht immer so zuordnen. Ich weiß nur, dass ich ziemlich gewaltige Schmerzen im Bereich des Rückens, in den Beinen, die hat es damals erwischt, und natürlich auch im Bereich der Wirbelsäule habe. Dann kommt noch die chronische Hepatitis C mit einem Leberschaden hinzu. Also ich kann sich vorstellen, dass mein Leben nicht immer so voll mit Freude erfüllt ist. Dennoch bin ich sehr lebensfreudig und liebe es zu arbeiten und liebe es auch engagiert zu sein, bis zu Erschöpfungszuständen, bis zum kompletten Zusammenbruch, das ist mir auch schon passiert, und bis zur kompletten Erschöpfung, das ist nicht so toll, das kommt durch die Hepatitis C-Infektion, durch den Leberschaden, man ist kräftelos, man hat das Gefühl, Dauergrippe zu haben, das geht mir mehrere Monate im Jahr so und ist ermattet. Im Fachdeutsch kommt es dann alles zusammen, der dauerhafte Verlust der körperlichen Beweglichkeit. Das heißt genauer, im Dokument steht geschrieben, die dauerhafte Einbuße der körperlichen Beweglichkeit, die liegt vor. So können Sie sich vorstellen, ich arbeite gerne und ich liebe auch es zu arbeiten. Und Sie können sich allerdings vorstellen, dass auf dem ersten Arbeitsmarkt mit einer Vorgeschichte von Erkrankungen unterschiedlichster Art, wie ich sie eben nannte, die Chancen ganz schlecht sind. Die Bezahlung als freiberuflicher Journalist ist extrem schwer. Und ich erhalte, obgleich ich jetzt seit 1984 in die Sozial- und Steuersysteme auch heute noch in Deutschland einbezahle, keinen einzigen Cent an Sozialhilfe. Dafür mache ich natürlich auch Hartz IV verantwortlich. Und wenn Sie an die Hartz IV-Industrie denken, an Kirchen, an Arbeiterwohlfahrt, an Einrichtungen der Altenpflege, Seniorenpflege, wie Sie auch die immer bezeichnen wollen, die ja von Hartz IV profitieren durch 1-Euro-Kräfte, durch 0-Euro-Kräfte, dann würde ich das schon so sehen, dass sich hier doch eine gewisse Gruppe von Institutionen und auch Menschen zu Lasten von Menschen, die der sozialen und finanziellen Unterstützung bedürfen, einen ganz erheblichen Vermögensvorteil verschaffen, denn sie können ja ihre Großmutter nicht umsonst, das heißt also nicht kostenfrei, in ein Altenpflegeheim bringen. Dafür zahlen sie zwischen 4.000 und 7.000 Euro pro Monat. Und die Pflege wird dann zum Teil verrichtet, die Basisdienste von 0-Euro-Empfängern und von 1-Euro-Empfängern, die man Hartz-IV-Empfänger nennt, und die irgendwelche Politiker seien es von SPD, von CDU, von den, nennen wir es, neokonservativen Parteien, als Faulenzer, als Sozialschmarotzer, als arbeitsscheu, als bildungsfern bezeichnet werden, das ist nicht richtig. Also da verschafft sich, so sehe ich es auf der Grundlage des Paragraph 263, durchaus eine Gruppe privilegierter Menschen oder zumindest Menschen, die glauben, sie seien privilegiert, und Unternehmen zulasten einer Gruppe von knapp 10 Millionen erwerbslosen Menschen, erwerbsarbeitslosen Menschen, einen ganz erheblichen Vermögensvorteil. Natürlich ist auch menschlich zu verstehen, dass es in Deutschland immer wieder so sein wird, dass natürlich
wenn ich einen Arbeiter für 10 Euro bekomme oder einen Arbeiter für 0 Euro bekomme, dass es dann in der betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Natur der Sache liegt, vor allen Dingen für Manager, die ja mit einem Maximum mit einem Minimum an Einsatz von Mitteln das Maximum an Profit erwirtschaften sollen, geradezu verlockend klingt, 0-Euro-Kräfte in der Pflege zu beschäftigen, statt eben Pflegekräfte, die fachlich gut ausgebildet sind, qualifiziert sind, Staatsexamen haben, doch denen 10 Euro Mindestlohn gezahlt werden muss. Ich meine, wenn Sie eine Tafel Schokolade für 2 Euro bekommen oder eine Tafel Schokolade für 0 Euro bekommen, dann ist wahrscheinlich der Gedanke nicht allzu lange, die Überlegung wird nicht allzu groß sein. Sie werden natürlich das kostenfreie Angebot vermutlich wählen. Das ist, glaube ich, so die menschliche Natur, dass das, was man kostenfrei bekommen kann, für das man sich nicht aufmühen muss, dass man das viel lieber nimmt als das, was anstrengend oder was Arbeit bereitet oder auch mal anstrengend sein kann und was eben auch Engagement bedeutet. Das ist nicht so gut für die gesamte volkswirtschaftliche Entwicklung, für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, und es ist auch nicht gut für den sozialen und demokratischen Bundesstaat in Deutschland. Und Deutschland sollte aufgrund des Grundgesetzes ja ein sozialer und demokratischer Bundesstaat sein. Insofern habe ich keinen Grund zum Zweifel, dass Peter Hartz mit seiner Aussage richtig liegt, und er hat es öffentlich gesagt, Hartz IV ist Betrug. Was mich besonders nachdenklich stimmt in diesem Zusammenhang ist, weshalb es in Deutschland keinen einzigen Polizisten, keinen einzigen Richter und keinen einzigen Staatsanwalt gibt, der nach Bekanntwerden eines möglichen Betrugs die Ermittlungen eingeleitet hat. Das sollte normalerweise in einem Rechtsstaat, in einem Staat, in dem es Recht, Ordnung und Gerechtigkeit gibt, schon die Situation sein. Wenn Peter Hartz, ein Insider, verkündet, Hartz IV ist Betrug, dann sollte natürlich nach einem solchen Hinweis auch die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte in Deutschland tätig werden und die Ermittlungen veranlassen. Das hat bis heute nicht stattgefunden, obgleich ja Peter Hartz, Insider, Namensgeber von Hartz IV, im Jahr 2007, am 25. März 2007, in der Bild-Zeitung vor Millionen von Menschen und in seinem Buch verkündet hat, Hartz IV ist Betrug. Und da hatte man wahrscheinlich auch recht. Er hat ja auch das Wissen, das habe ich jetzt nicht. Ich konnte nur viel recherchieren und mehr als 200 Fälle dokumentieren von Menschen, denen die Grundrechte und Menschenrechte aufgrund von Hartz IV, allerdings auch noch aufgrund einer ganzen weiteren Reihe von Grundrechtsverletzungen, Menschenrechtsverletzungen, Schaden entsteht, nachweisbar oder bereits Schaden entstanden ist. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt in der Frage zur Beantwortung, weshalb beantrage ich kein Hartz IV. Der erste Grund ist dieser Betrugsverdacht, und es wäre ja eine Straftat, wenn Peter Hartz jetzt sagt, ich weiß und sage, verkünde, Hartz IV ist Betrug und ich zwinge sie jetzt auch noch zum Betrug oder zur Teilnahme an Betrug. Das wäre eine Perversion von Recht, Ordnung und Gesetz. Das wäre eine Perversion des deutschen Staates dann. Ich glaube, das kann sich kein Verfassungsschützer, das kann sich auch kein Richter, kein Polizist, kein Staatsanwalt wünschen. Auch keine Staatsanwaltschaft. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt ist natürlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 23. Dort steht geschrieben, jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl. Sie haben richtig gehört. Absatz 1, Artikel 23, allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Schade, dass so wenig Politiker in Deutschland das mal zitieren, im Bundestag lesen, wäre auch ganz wichtig. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Jeder ohne Unterschied hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. Jeder hat das Recht zum Schutz seiner Interessen, Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten. Das Recht auf freie Arbeit, das Recht auf freie Berufswahl, das Recht auf Arbeit ist ganz wichtig. Ich lege hier ein Augenmerk auf das Recht der freien Berufswahl. Ärzte und Gutachter haben in meiner persönlichen Situation festgestellt, dass eine dauerhafte Einbuße der körperlichen Beweglichkeit besteht. Das heißt, ich darf nicht mehr schwer heben, ich kann es auch nicht mehr, kann nicht mehr schwer heben, nicht mehr schwer tragen. All das kommt ja in der Pflege vor.
Für die Baustelle eigne ich mich damit auch nicht mehr und als Holzfäller noch weniger. Das heißt, ich muss natürlich in einem mir angestammten Berufsbereich bleiben und möchte es auch, indem ich auch noch gegebenenfalls sitzend und im Rollstuhl weiterarbeiten kann. Denn immerhin geht es ja bis zur Rente oder bis zum möglichen Rentenalter von 67, sofern ich eine komplette Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit oder Minderung der Erwerbsfähigkeit eintreten sollte, bis 67 zu arbeiten. Und da liegt es natürlich nahe, weshalb sollte ich aufgrund von Hartz IV dazu gezwungen werden, ausgerechnet den Berufsbereich aufgeben, indem ich noch Erfüllung finde. Einerseits Erfüllung finde als Journalist, als Autor, als Moderator, als Radio- und Fernsehproduzent, dann natürlich auch die Rechte wahren kann und sollte als Herausgeber von British News Flash Magazin seit 1986, registriert ja auch, eingetragen, nachzulesen im Stammverlagsverzeichnis in Essen. Seit 1986 bin ich Herausgeber des internationalen Reise- und Nachrichtenmagazines British News Flash Magazin, ein kleines Magazin, doch diese Tätigkeit als Journalist, als Herausgeber, als Schriftsteller bietet ja möglicherweise die Chance, vielleicht doch wenigstens Einkünfte zu erzielen aus Erwerbsarbeit. Und da macht es relativ wenig Sinn, ausgerechnet diese Erwerbsarbeit aufzugeben, aus der ich ja durch Arbeit Erwerbseinkommen erzielen könnte. Hartz IV zwingt allerdings die Menschen dazu, das Recht der freien Berufswahl aufzugeben. Es wird mit Füßen getreten und dann in komplett unsinnige Maßnahmen zur Beschäftigung gesteckt zu werden. Das macht wenig Sinn. Und was soll ich mit 43 Jahren, ich bin heute 43 Jahre, wir haben den 20. April 2011, welche weiteren Ausbildungen sollte ich denn noch machen? Ich habe mehrere Ausbildungen mit Erfolg abgeschlossen, auch noch eine Ausbildung als Rettungssanitäter, noch eine weitere Ausbildung, habe mehr als 25 Jahre Berufserfahrung als Journalist in der Praxis gelernt, damals mit einem Praktikum in der Tageszeitung Rheinpfalz, vielen Dank an dieser Stelle an Christina Osterwald, begonnen, konnte dann für viele, viele Jahre bis zum Einstellen der Zeitung für die Tagespost in Speyer bis in das Jahr 2002 schreiben, konnte Medien gründen wie Stadtmagazin Ludwigshafen, Vorderpfalz aktuell 1984 als Radio- und Fernsehmagazin, was es ja heute auch noch gibt, auch im Internet zu hören und zu sehen ist, British News Flash Magazin als internationales Reise- und Nachrichtenmagazin, 3M News, International Family Network, D734 und eine ganze weitere Reihe von alternativen Medienprojekten, die ich gründen konnte. Natürlich bin ich damit nicht reich geworden, weil es sind halt eben Alternativen, keine kommerzielle Medienprojekte, aber es ist eine Chance, wenigstens vielleicht hier und da kleine Einkünfte zu erzielen. Abgesehen davon, es ist ein Beruf, den ich gerne mache, ist nicht einfach, der Beruf des Journalisten, auch des Autors, des Radio- und Fernsehproduzenten, auch des Moderators, ist nicht immer einfach, komplizierte Informationen oder Zusammenhänge zu vermitteln. Und es erfüllt mich. Und realistisch betrachtet gibt es sehr wohl eine Chance, dass ich aufgrund der dauerhaften Einbuße der körperlichen Beweglichkeit sehr wohl noch in der Lage sein kann, zu schreiben, vor dem Mikrofon zu sitzen oder Radio- und Fernsehsendungen zu gestalten. Die Pflege, das haben auch inzwischen die Ärzte bezeichnet, das werde ich nicht mehr allzu lange ausüben können. Das kann ich heute schon nicht mehr gut ausüben. Vielleicht noch 2 Tage die Woche, das ist das Höchstmaß der Gefühle zur Zeit. Zurzeit müsste ich aufgrund eines Unfalls erstmal selbst vermutlich ins Krankenhaus und eine Wunde therapieren lassen. Das ist allerdings nicht möglich, wenn keine Krankenversicherung besteht, zu wissen. Ich denke, jedes Kind weiß es. Ohne Geld kann man nicht zum Friseur. Ohne Geld kann man nicht am soziokulturellen Leben teilhaben. Man kann nicht ins Kino. Es ist nicht möglich, ein Busticket zu bezahlen. Das ist alles ohne Geld nicht möglich. Es ist ohne Geld auch nicht möglich, zum Arzt zu gehen, wenn keine Krankenversicherung besteht. Und ich hatte ja 2006 meinen Wohnsitz außerhalb von Deutschland nach London verlegt und dort gibt es kein Hartz IV. Also in London, in England gibt es kein Hartz IV. Da gibt es die Jobseeker Allowance. Dazu muss man arbeitslos sein und arbeitslos bin ich als Journalist nicht. Ich habe sehr, sehr viel Arbeit. Es besteht kein Mangel an Arbeit. Das Problem, was besteht, das ist, dass die Einkünfte aus meiner Tätigkeit als Journalist so gering sind,
Das ist normalerweise, wie es im Artikel 23 ja auch garantiert wird, ergänzende soziale Maßnahmen gezahlt werden sollten. Das heißt, jeder, der arbeitet, hat das Recht auf eine gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. Das ist die Situation, die auf mich zutrifft. Da macht es recht wenig Sinn, wenn ich einen Verdacht habe. Und den Verdacht habe ich, auch wenn ich kein Jurist, kein Staatsanwalt und kein Polizist bin. Peter Hartz sagt, Hartz IV ist Betrug. Weshalb sollte ich diesem Mann keinen Glauben schenken? Er ist Insider. Er hat Hartz IV mit ausgearbeitet und er hat Hartz IV seit 2005 in Deutschland möglich gemacht. Natürlich wird er heute von den Menschen in Deutschland nicht mehr allzu sehr geliebt. Es sind ja auch mehrere Menschen in Deutschland in der Folge von Hartz IV und den Sanktionen, die ich ganz schlimm bewerte, als Menschenverachtung von Bürokraten und von Verwaltungsmitarbeitern, die nicht das Recht haben, Menschen in tödliche Gefahr zu bringen. Das muss man auch mal deutlich sagen. Diese Menschen, Bürokraten, Verwaltungsmitarbeiter haben nicht das Recht, andere Menschen, die besonders schutzbedürftig sind, also Kinder, schwangere Frauen, chronisch kranke, behinderte Menschen, in tödliche Gefahr zu bringen. Dieses Recht haben auch Bürokraten der sogenannten Argen, das heißt diese Arbeitsgemeinschaften in Deutschland, nicht. Denn es gibt Grundgesetz, es gibt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und was wir nicht vergessen sollten, es gibt natürlich auch eine Landesverfassung in Rheinland-Pfalz. Diese Sendung wird ja aus Rheinland-Pfalz, aus Ludwigshafen, aus Speyer, aus Neuhofen gesendet, zum Teil auch aus Heidelberg. Da gibt es auch dann die Landesverfassung für das Land Baden-Württemberg. Und die sollte man sich vielleicht auch mal durchlesen. Also es gibt Grundgesetz, Landesverfassungen von 16 Bundesländern und es gibt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und in dieser Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Landesverfassung und Grundgesetz steht ausdrücklich und definitiv drin und ist auch deutlichst definiert, dass Verwaltungsmitarbeiter und deutsche Bürokraten nicht das Recht haben, anderen Menschen, speziell besonders schutzbedürftigen Menschen, das Recht auf Leben abzusprechen. Dazu hat kein Mensch das Recht. Insofern, ich habe länger gebraucht, die Frage zu beantworten, weshalb beantrage ich kein Hartz IV. Ich denke, ich habe es deutlich beantwortet. Es besteht einerseits der Verdacht, der öffentliche Verdacht, Hartz IV ist Betrug. Peter Hartz hat es gesagt, öffentlich 2005. Es gibt Fotos auch im Internet. Es gibt die Bild-Zeitung, man kann ins Zeitungsarchiv der Bild-Zeitung gehen, nachgucken, es stand auf der Titelseite, es gibt das Buch von Peter Hartz. Und es gibt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, es gibt das Grundgesetz, es gibt die Landesverfassungen. Insofern denke ich, wären politische Spitzenvertreter, sei es von den klassischen Mainstream-Parteien wie SPD, CDU, CSU, FDP, Bündnis 90, die Grünen, sicherlich doch mal gut angesagt, wenn sie prüfen, die Sanktionen einzustellen, denn mit diesen Strafmaßnahmen, das sind Sanktionen, ist es sicherlich nicht möglich, Menschen, die besonders schutzbedürftig sind, wie schwangere Frauen, wie chronisch kranke, behinderte Menschen, wie alte Menschen, zu helfen, einen Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Dann gibt es natürlich das Problem, dass die Unternehmen angehalten sind, auf der Grundlage des betriebswirtschaftlichen Grundsatzes mit einem Minimum an Einsatz von Mitteln den größtmöglichsten Gewinn oder Profit zu erwirtschaften, angehalten sind, Stellen zu reduzieren. Das heißt, wenn Mitarbeiter aufgrund von Alter, Krankheit oder aus sonstigen Gründen ausscheiden, dann werden die Stellen in der Regel nicht mehr besetzt. Es gibt Alternativen. Diese Alternative heißt bedingungsloses Grundeinkommen. Das heißt, jeder Mensch erhält zur sozialen Sicherung in Deutschland 1.500, 1.500 bis 2.000 Euro und kann dann Steuern, Sozialversicherungsbeiträge zahlen und kann natürlich auch wieder Geld zurück in die Wirtschaft führen, Geld ausgeben und damit ja auch zur Ankurbelung eines Wirtschaftskreislaufes in Deutschland beitragen. Und die Menschen werden dennoch weiterarbeiten, weil viele Menschen einfach eine Sinnfindung, eine Beschäftigung brauchen. Und sich nicht alle Menschen einfach nur 24 Stunden am Tag ins Bett legen wollen. Das will sicherlich kein Mensch machen. Die Menschen werden weiterarbeiten, davon bin ich überzeugt. Es gibt also eine Alternative, die sollte jetzt in Deutschland kommen, im Jahr 2011. Das Grundeinkommen, und wenn nicht im Jahr 2011, dann spätestens im Jahr 2013, also 2013,
besser wäre, das Grundeinkommen würde so schnell wie möglich in Deutschland eingeführt werden, dann hätten wir auch diese ganzen Diskussionen, ist Hartz IV Betrug, ist es eine Verletzung gegenüber der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ist es eine Verletzung gegenüber den Grundrechten. Ich denke, viele Bereiche können als Teilfrage oder auch als Teilantwort mit Ja beantwortet werden. Darüber lohnt es sich sicherlich nachzudenken. Jeder kann selbst recherchieren, das Internet bietet wunderbare Möglichkeiten. Und es gibt ja auch inzwischen eine ganze Hartz-IV-Industrie und natürlich auch in den Medien hat das auch seine Folgen. Sprich, es gibt zahlreiche Fernsehsendungen zu Hartz IV, zahlreiche Hörfunksendungen und inzwischen auch zahlreiche Bücher zum Themenkomplex Hartz IV. Eine wesentlich bessere, gerechtere Alternative in Deutschland ist das Grundeinkommen für alle Menschen, denn Automaten und Technik und Rationalisierung haben menschliche Arbeitskräfte aus den Büros und Fabriken verdrängt. Es ist keiner Regierung der klassischen Mainstream-Parteien möglich, mehrere Millionen von neuen Erwerbsarbeitsplätzen zu schaffen, die dann alle mit Mindestlohn von 10 Euro bezahlt werden oder mit einem Jahreseinkommen von 20 bis 24, 30.000 Euro pro Jahr. Das ist nicht möglich. Das wird der CDU, CSU nicht gelingen, das wird der FDP nicht gelingen, auch der SPD und dem Bündnis 90 die Grünen wird es auch nicht gelingen. Insofern denke ich, ist das bedingungslose Grundeinkommen sicherlich eine bessere und gerechtere Alternative für die Menschen in Deutschland und für Deutschland und Europa. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal bei Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Damm-Sabber und mehr Informationen zu Radio TV IBS Liberty finden Sie auch im Internet bei radiotvinfo.org oder ibstelevision.org. Tschüss.